der Zug läuft jetzt schon eine halbe Stunde vorbei und wenn du mal mit der Kamera kurz runterhältst, die stehen also immer noch unten am Volksfestplatz. Oh, Mann. Was auf der Straße los ist. Wir begleiten das seit eineinhalb Jahren. Das ist die Mitte der Gesellschaft. Da sind mittlerweile auch Kommunalpolitiker dabei, da sind Juristen dabei, da sind Mediziner, Wissenschaftler, Pflegekräfte, quer durch alle Berufsgruppen, die die Gesellschaft tragen. Und wie gesagt, wenn der Kanzler sagt, hier sind nur Extremisten auf der Straße und die Presse das auch noch mittransportiert, anstatt das zu korrigieren, das wäre die Aufgabe der Presse. Auch gerade hier unsere Regionalpresse, meine ich auch, muss ich also wirklich auch sagen, mein Echo rühmt sich dann nicht mit einer objektiven Berichterstattung. Ich erinnere wieder immer dran, seitdem der Kanzler Scholz am ersten Tag in der Bundesregierung gesagt hat, er sieht keine Spaltung in der Gesellschaft, er sieht nur eine radikale Minderheit, die teilweise extremistisch ist. Unhaltbar. Also im Prinzip hat er damit schon seinen Rücktritt besiegelt, der folgen muss. Das ist so eine Fehleinschätzung der Realität. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Für meine Kinder. Der Zug hat sich hier quasi in den Schwanz gebissen. Einmal komplett durch Aschaffenburg. Das ist der absolute Wahnsinn. Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! 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 Das ist einfach der Wahnsinn, was hier abgeht. Ist ja der Wahnsinn! Ja, hier ist es nur so weit gekommen, dass wir heute so dermaßen viele Menschen in Aschaffenburg sehen! Ganz Rheinland-Gebiet ist heute hier in Aschaffenburg friedlich versammelt. Danke, dass ihr uns unterstützt, dass wir die Auflagen einhalten. Also.
Also wir haben mal grob überschlagen, wir denken so zwischen 7.000 und 10.000 Leute sind wir heute hier. Das ist einfach nur Wahnsinn. Wir haben eben nur noch Tränen bekommen, wir wissen schon gar nicht mehr. Das ist einfach der Wahnsinn, was hier abgeht. Ja, ich bin da eigentlich sprachlos. Ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen, außer ich bin froh, dass ihr alle da wart. Ohne Mist. Vielen Dank an euch alle. Ohne euch wäre nichts gewesen. Danke dir. Ich fand das super.